man ist mitten in der Stadt München auf dem Wildbach quasi. Ja, es ist zwar ein künstlicher Kanal, aber von den Schwierigkeiten, von den Wellen her, kommt es dem Wildbach eigentlich ziemlich nahe. Und es sind halt dann dadurch schöne Trainingsbedingungen. Die Lage ist eigentlich perfekt, man ist ziemlich zentral in München, ja, egal wo man ist, man kommt immer schnell nach Thalkirchen hin mit der U-Bahn oder mit dem Bus. Es ist auch ein irrsinnig großer Luxus eigentlich, dass so ein Kanal oder so ein Bach wie die Isar mitten durch die Stadt fließt. Mittlerweile ist ja schön, im ersten Jahr braucht man ein bisschen reinzukommen in den Verein. Irgendwie, dann lernt man erstmal die ganzen Leute kennen. Aber es ist wirklich voll stark, auch einfach so in einem Verein zu sein, wo die Leute nicht nur aus deiner Blase kommen, sondern alle dabei sind irgendwie. Macht Spaß. Weniger Spaß macht das Boot auszulernen. Sehr anstrengend. Besser man lernt rollen. Die einen schaffen das ganz schnell, bei den anderen wird es weniger, dauert es Jahre. Gibt es auch. Also das ist bei mir zum Beispiel so. Alles andere ist relativ einfach, aber die Rolle ist schwierig. Wenn man unter Wasser ist, in der Strömung, kriegt man immer erstmal eine Nasenspülung und eine Ohrenspülung. Und dann ist es halt die Schwierigkeit, aber das ist alles Übungssache, aber die Schwierigkeit ist es halt dann, die Orientierung zu behalten. Dass man dann weiß, wie man das Paddel anlegen muss und dann kann man hochrollen. Naja, wir sind ja irgendwie in einem Risikosport, also ein kleines Risiko rennt immer mit, wenn man auf dem Fluss paddelt, aber wirklich in Gefahr habe ich mich bisher noch nicht gefühlt. Nee. Ich glaube, hier ist für alle Könnenstufen, für alle Leistungsklassen ist auf jeden Fall viel geboten, dass jeder irgendwie an sein Limit kommt. Ja. Thank you.